Und der Morgen und die Woche beginnt mit einem Smoothie. Und nun gibt's wieder Süßlupinsprossen. Und zum Abend gibt's noch Kaki und Blaubeeren. Zwischendurch gab's nochmal Süßlupin, immer mal reingegriffen. Und das war's dann für heute. So, früher habe ich ja immer alles aufgeschrieben, oder beziehungsweise aufgeschrieben, gezeigt, was ich in den Smoothie tue. Mittlerweile habe ich das nicht mehr gemacht, aufgrund eurer Kritik, dass ihr das nicht immer wieder hören wollt. Jetzt gab es mal wieder den Wunsch, dass ich auch mal zeige, was in den Smoothie reinkommt. Deswegen tue ich einmal in der Woche versuchen, dran zu denken, ja, zu zeigen, was in den Smoothie reinkommt. Ja, bitte dann auch Feedback geben, ob ihr das wollt oder nicht. Also das ist jetzt so ein ganz normaler Smoothie von mir, was ich reinmache. Was auf jeden Fall immer reinkommt, sind zum einen ist eine Kurkuma-Wurzel. Meistens kaufe ich die frisch. Ich habe aber hier so eine Packung geschenkt bekommen, getrocknete, die muss eingeweicht werden und genau, dann rein. Dort, wo Kurkuma rein muss, muss auch immer ein bisschen Pfeffer rein. Das heißt, es gibt immer ein bisschen so eine Prise Pfeffer. Mit einer Hand zu malen ist natürlich nicht so. Wartet mal. Ah. Ja. Also, eine Prise Pfeffer muss immer rein, wenn Kurkuma drin ist, weil das Piperin katalysiert halt die Aufnahme. So, dann, was immer reinkommt, sind halt auf jeden Fall immer Bananen. Also, drei Stück, drei Bananen. So, dann was auch jeden Morgen reinkommt, ist halt immer einmal Mungbohnensprossen. Mungbohnensprossen. Dann hier sind jetzt auch noch rote Beete. Also rote Beete kommt auch immer, wenn ich das habe, rein. Meistens frisch aus dem Garten. Jetzt hier nicht frisch aus dem Garten, also rote Beete. Was immer reinkommt, ist eine Orange. Was auch immer reinkommt, ist dann auch wieder so eine Hälfte immer. Ich mache immer so zwei, also hier ist das. Ich habe immer zwei solche Tower und das dauert immer bei 4 Tagen Keimzeit, kann ich sozusagen jeden Morgen ja, jeweils eine Hälfte Mungbohnensprossen, eine Hälfte Linsen und eine Hälfte Alfalfa machen. So, und das kommt auch jeden Morgen rein und genau, also jetzt Hälfte Linsen, dann hier eine Hälfte Alfalfa-Sprossen. So. Dann das jetzt, das ist nicht Standard, das sind einfach Brokkoli-Strünke, die sind übrig geblieben sind, weil man meistens immer die Röschen roh isst, also wenn man die Brokkoli roh isst, isst man dann halt eben nur die Röschen, vielleicht ein bisschen Sojasauce eingelegt oder so. Und ja, das sind die Strünke vom Brokkoli, die kommen dann sozusagen dann in den Mixer, da sind ja auch noch wertvolle Inhaltsstoffe drin. Ja, dann was jeden Morgen reinkommt, sind halt einmal Hanfsamen, Leinsamen sind das jetzt hier. Und dann kommt auch noch mal rein Hanfsamen, das sind halt die Omega-3-Quellen. Danach kommt noch Sesam rein, das habe ich jetzt gerade nicht hier stehen, das habe ich vergessen rauszuholen, das kommt dann noch rein. Ja, dann auf jeden Fall Apple a Day, das ist der Dr. Ewe sozusagen, immer ein Apfel, kommt immer rein. Und dann halt immer gefrorener Grünkohl und gefrorene Himbeeren, die sind drunter. Das hier ist noch von Hannas Restbeständen, ein paar gefrorene Ananas. Auf jeden Fall, das kommt halt auch noch rein. Ich habe jetzt Angst, dass alles durcheinander fällt. Ja, alles gepasst. So. Aber da gewusst, ein bisschen was fällt immer daneben. So, genau. Und das wäre sozusagen jetzt ein ganz normaler Smoothie, den ich halt jeden Tag trinke. Wie gesagt, die Brokkoli ist halt Dings. Und dann halt immer nach Bedarf. Ich habe dann noch so Zeug rumstehen, hier so Brennnesseltee, im Endeffekt ist das nur getrocknete Brennnessel oder sowas. Das kommt dann immer da jeden Tag ein bisschen mit rein, damit man das verwertet. Dann tue ich halt immer, ja, jeden Tag so ein bisschen aus Schrutz oder was, so drei rohe Kakaobohnen mit rein. Naja, und dann hat man immer nur so Pulver. Ich habe hier zum Beispiel Gerstengrassaftpulver. Da kommt dann meistens immer noch ein bisschen einfach so. Ist halt alles verwerten. Vieles kriegt man ja auch dann doch geschenkt jetzt als YouTuber, dass da halt, ja, dass man testet oder sowas. Und genau. Und dann habe ich, was auch oft reinkommt, ist halt Nebenpulver bei mir noch. Mache ich jetzt nicht rein. Das ist halt einfach irgendwelches Grünzeug an Pulvern. Und genau, viele Teesorten könnt ihr auch einfach so trinken, zum Beispiel Räuberstee, also so essen, Räuberstee, Hibiskustee, das sind Sachen, die könnt ihr einfach in den Smoothie reinmachen, wenn ihr das geschenkt bekommt. Müsst halt die Teetüten abmachen und genau, so kann man halt schön im Smoothie echt viel verwerten. Ja, das wird jetzt mit dem Wasser noch ein bisschen aufgegossen und dann ist es halt so der Smoothie. Wie gesagt, gebt Feedback, ob ihr das wirklich dann einmal die Woche sehen wollt. Wie gesagt, die meisten wissen ja schon, was bei mir so reinkommt. Und was ich jetzt zum Beispiel vergessen habe, sind die Süßlupinen-Dinger, die habe ich erst seit ein, zwei Wochen und die tue ich auch im Smoothie halt mit rein und genau. Und dafür habe ich zum Beispiel das Proteinpulver weggelassen, habe ich ja auch noch was dastehen. Ich habe hier noch Proteinpulver und Baobab. So, das sind alles so, wird alles jetzt aufgebraucht, weil ich habe ja nun mittlerweile dank der Süßlupinen, verlinke ich euch nochmal, ja, wirklich eine perfekte Eiweißquelle für mich gefunden und genau, und den gibt es jetzt. So, das war bestimmt wieder viel zu lang, oder?
Das hier ist eine weggeschmissene Mango, die ich sozusagen aus dem Müll gerettet habe. Guck mal, wie geil die aussieht. So ein bisschen außen verschrumpelt, aber innen richtig geiles Fruchtfleisch. Ne? Sowas schmeißen die Leute weg. Tagsüber hat es jetzt noch ein paar Süßlupinen Keime gegeben und jetzt am Abend gibt es einen, ja, das ist quasi ein Salat, kann man so sagen. Das ist Zwiebeln, das ist Brokkoli, das ist Zucchini und Möhren. Das ist einfach eingelegt in einen Schwab Sojasauce und dann jetzt kurz vorm Essen noch ein bisschen Sesam drüber gekippt, umgerührt. Das Einmarinieren hat ungefähr 6-7 Stunden gedauert und das Sojasauce, aber dadurch verliert der Brokkoli so ein bisschen an dieser Härte und wird ein bisschen, ja, ein bisschen weicher. Nicht viel, aber vor allem die Zwiebeln sind natürlich jetzt auch viel, viel schmackhafter. Und zum Morgen gibt es einen Smoothie. So, jetzt gibt es hier eine frisch geschüttelte, etwas herzhafte Süßlupinen. Das ist einfach, ich würde sagen, ein halber Teelöffel, also wirklich ein ganz, ganz minimaler Schwab Sojasauce dran und ja, und noch ein Teelöffel Schabzigerklee und das zusammen halt geschüttelt. Und das ist so ein bisschen, ja, schmeckt einfach ein bisschen noch was anderes, aber also meine Variation von diesen Süßlupinen sein. Und jetzt gibt es ein paar Kaki. Eine Schüssel mit Bananen und Kaki. Und jetzt gibt es ungefähr 1 Kilo Grünkohl, der gedörrt ist, allerdings nur gedörrt und nicht irgendwie mit Öl oder sowas, sondern einfach wirklich nur gedörrt, dass er wieder knusprig ist. Und drunter befindet sich noch ein paar Gurken und ein paar Tomaten. Das können wir gut erkennen. Genau. Und das ist jetzt sozusagen mein Abendbrot. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. So, und jetzt gab es noch fast die ganze Schüssel von diesen Süßlupinen, ein paar sind noch übrig geblieben. Eventuell werde ich dann nachher heute Abend noch ein paar essen, aber groß im Ganzen wird es wahrscheinlich fertig gewesen sein. Das waren bestimmt so 300 Gramm rohe Ware, die ich jetzt gegessen habe. Und jetzt gibt es ein paar Bananen. Und jetzt gibt es diese Sprossen en masse. Und zum Morgen gibt es einen Smoothie. Und jetzt gibt es noch Süßlupinenkerne. Und das ist dann auch für heute gewesen. Und jetzt gibt es doch noch einen Salat, weil ich einen Überraschungsgast heute Abend bekommen habe. Das ist die Chiara. Und jetzt essen wir hier diesen Salat. Der ist aus Tomaten, Pilzen, normalen grünen Salat. Habe ich schon gesagt, Cashew, Gurken, Orange, Limette, Sonnenblumenkerne, Möhren, Grünkohl und allerlei leckere Sachen. Rote Beete. Genau, und den gibt's.